Rasend schnell, ich fahre gerade gar nicht. Habt ihr Bock? Can mess here, Mirror. Nee, einfach nicht mehr. Ah, stopp! Alles clean? Alles clean. So, bitte, bitte, Europalette, mehr will ich nicht. Oh, Munition, let's go. Ja, brauchen wir. So, hier unten. Hier liegt gar nichts mehr. Okay. Jo! Den nehmen wir mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Kühlschrank! Essen! Let's fucking go! Snack, snack, snack. Eine kleine Schoki. Wollen wir mal einen kleinen Pofig machen? So auf süß. Okay, ich glaube, der mag Pofix, oder? Hallo! Hallo! Ah! Der ist unsterblich! Warum ist der... Warum? Warum bist du so? Warum überlebt er das? Och, Mann. Ja, versuch mal. Jo, was machst du denn? Munition, Munition. Nein, wir haben die Munition nicht gelassen. Na gut, wir gehen weiter looten. Europaletten. Das ist empty. Essen. Als ob es keine... Oh, guck mal. So, jetzt können wir den mal ermeucheln. Piss dich. Vielleicht hier oben noch. Nehmen wir einmal das mit. Genau. Dann nehmen wir den Kühlschrank da oben noch mit. Nice, was bist du? Jo, Fleisch. Und schon wieder Corona. Sehr gut, sehr gut. Geh. So. Hallo. Gas, okay. Keine Europalette für uns, Chat. Weil, wie gesagt, also wenn ich den Kühlschrank oben noch bekommen könnte, dann haben wir eigentlich die Wände ready. Dann brauchen wir nur noch Europaletten, um die dann zu befestigen. So. Kriege ich dich irgendwie befreit? Möchtest du denn überhaupt befreit werden? Oh, let's go. Oh mein Gott. Let's go! Boah, man darf nie aufgeben im Leben, Chat. Damit haben wir die Kühlschränke abgehakt. Füße sind immer wichtig. Kühlschrank 1 mit Essen. Machen wir dich hier hoch. Oh mein Gott, wir werden schon wieder zum Messi-Mann, Chat. Nice. Gehen wir zum Brunnen. Hallo. Schere. Aber, hier ist noch ein Kühlschrank. Komm. Let's go! Hä? Habt ihr das gesehen? Hilarious. Finally, den letzten Gegenstand zum Auto transportieren. Ja, wir können nicht ordentlich das hier fixieren, weil wir keine Europaletten haben. Also ich würde sagen, weiter geht's, oder? So, ein bisschen Turbo. Wir haben genug Sprit, würde ich sagen. Dann tun wir noch ein bisschen sortieren, dass das hier alles ein bisschen besser ist. Und dann geht's... Ey, dann schrubben wir Meter! Oh! Stopp! Wir jetzt helfen. Wir holen unseren Kühlschrank wieder. Aber schönes Bild, guck mal. Wie können wir denn am besten das Auto vor Hasen beschützen? Wäre das eine Möglichkeit oder müssen wir einfach nur ganz viel speichern? So, warte mal, wir sortieren erstmal ein bisschen. Let's go! Ist doch schon wieder ein bisschen besser geworden, oder? Guck mal. Es hat doch was. Ich bin verliebt. Einfach verliebt. Geil. Die Grundstruktur ist gegeben, Chat. Ich kann einfach ein fucking Dorf bauen irgendwann. Das ist mein Traum in The Long Drive. Universum. Einfach so. Einfach fucking Dorf bauen. Wisst ihr das? Können wir das eigentlich auch glatt rubbeln? Also hat jemand schon mal versucht, das Schiff zu reinigen? Geht das? Also man kann ja auch die Kühlschränke hier reinigen. Würde das eigentlich auch mit dem Schiff funktionieren? So, let's fucking go. Sprit sparen. Denn die Umwelt zuliebe... Also ich weiß nicht, was man hier retten möchte, aber ey, für die Umwelt machen wir alles. So, Warp-Barschleck. So, wir haben 20 Munition, eine Schaufel und ein Fernglas. Ich glaube, wir sind ready. Aber ey, sagt mir nicht, dass es hier keine Europaletten gibt. Dann habe ich wirklich alles gesehen. Was? Wollen wir das alles mitnehmen? Warte mal, ist das immer anders oder ist das immer Alkohol? Empty, oh what? Wie viel hat denn der geladen? Holy shit, empty? Empty. Empty. Ich glaube, der verarscht mich, oder? Hier Öl, okay. Öl ist wichtig eigentlich. Öl. Gas und Öl. Okay, wir wissen schon mal, hier gibt es sehr viel Flüssigkeiten. Was ist das da hinten? Das ist nichts. Gibt es hier auch eine Europalette? Haha.
Ich bin Europaletten geil. Gas und Öl. Schere, wir gehen mal auf das Schiff. Mal gucken, ob es da besseres Zeugs gibt. Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich. Wir fliegen. Wop, 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 wop. Wop, wop. Yo! Da ist ein fucking Hase, aber hier gibt... Oh, was ist das? Nee, das ist ein Busch. Hier gibt's nichts. Alright. Gehen wir mal da hoch. Let's go. Sehr schön. Nee, hat was. Oh, let's go, hier gibt's auch wieder nichts. Kann das sein, dass es nur die Flüssigkeiten hier so mäßig existent ist? Oder was ist hier los? Warum gibt's hier nichts? Was soll das? Wir gehen hier hoch. Bitte, bitte, ich will doch nur Europaletten. Ey, als ob es hier nichts gibt? Das ist ja useless as fuck, holy shit. Wir gehen weiter hoch. Komm, bitte doch nur eine Europalette, bitte. Schere. Hier gibt's nichts. Hm, was wollen wir denn jetzt machen? Also, wir können... das ganze Zeug nicht mitnehmen. Wir könnten ein bisschen umfüllen. Aber das war's auch. Nicht so gut. Müssen wir später looten gehen. Gehen wir hier runter. Was passiert denn jetzt wieder? Was macht ihr denn mit meinem Auto? Was soll denn das? What the Sigma Fick? Was passiert? Hallo? Stopp das! Was ist denn mit dir? Oh, komm, wir laden nochmal neu. Wir brauchen Öl, wir brauchen Alkohol und wir brauchen Diesel. Wir brauchen eigentlich alles. Dann schauen wir mal, was wir dann noch brauchen. Dann soll es das erstmal gewesen sein, wisst ihr? Ich helfe mal ganz kurz. Gas hatten wir noch nicht. Nehmen wir hier einmal Gas. What the hell? Nee, ist gut. Nehmen wir auch. Gas. Haben wir schon Gas? Nee, haben wir noch nicht. Let's go. Dann tun wir mal rollen. Wopper. Hier, da und flop die Wop. Empty. Alkohol. Let's fucking go. Wichtig. Machen wir so. Empty. Diesel. Boah, let's go. Schön, schön so schniefen, wisst ihr. Rost riecht immer gut, habe ich mir sagen lassen. Let's go. So, wir nehmen Alkohol. Wir nehmen Alkohol. Wir pushen. Boah, let's go. Werd professioneller Fußballer, sag ich. Was haben wir hier? Alkohol. Diesel und hier war Alkohol. Let's go, dann machen wir dich hier hin. Brauchen wir nur noch ein Dieselfach und dann haben wir es, Chat. Pockers in den Chat. Pepe Pockers. Klar. Ich mag Diesel irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Will ich Gas und Diesel irgendwie in Betracht ziehen? Ich würde eigentlich immer auf Diesel gehen. Ich weiß nicht. Lol. Let's go. Hammer. Let's go. Diesel und Diesel. Wir nehmen noch die tote Hand mit, denn ich mag Hände. Und man braucht ja immer helfende Hände. Leider Gottes darf man diese Hände nicht essen. Makaber. Können wir später noch eine Vogelscheuche bauen oder so? Wie machen wir das? Wir saven sowas von. Alright. Haben wir denn genug Platz? Oder müssen wir den Sarg jetzt finally doch entsorgen? Diesel. Machen wir ja erstmal voll. Machen wir mal ein bisschen tanky. Lauf. Mach dich mal richtig voll, Alter. Lass dich mal voll tanken. Na klar. Reines, pures Diesel. Diesel Nummer 2. So, machen wir dich rein. Let's go. Sehr schön. Wait, what? Es ist immer noch nicht voll. Was ist hier am wichtigsten? Gas und Öl. Dann machen wir maybe... machen wir hier erstmal Alkohol. Ey, wir gehen auch mal gucken. Wir safen. Ich habe Angst, dass... ein Bunny mich also wieder gebumst hat. Wir haben hier Öl. Ich habe im Bunny gehört, wie er gestorben ist. Das hört sich gar nicht gut an. Ich habe Angst. Boah, alles clean, let's go. What the hell? Einfach Vorfahrt genommen. Miststück. So. Boah, dann können wir doch auftanken. Let's go. Öl. Sehr gut, sehr gut. Mach einfach mal so hin. Hier ist nochmal Öl. Let's go. Ich mag es, Tiere zu töten. Also in-game natürlich, oder? Mach dich mal Whopper da. Geil, was bist du? Eine fucking Rampe, oder was? Du bist ja trashig, Alter. Meine Fresse. Machen wir erstmal Alkohol vorne hin, würde ich sagen. Von jedem zwei. Vielleicht finden wir ja noch Sachen. So. Oder warte mal. Ich habe mir überlegt, wir können doch ein bisschen mehr sparen. Guck mal, wenn wir das so machen. So. Ja, let's go. Und dann ist noch Platz hier. Credible. Sehr gut. Solange wir keine Kühlschränke finden, können wir das erstmal so usen. Nennt mich Pro-Player, Mann. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal, warte mal. Oh, das könnte sich
Oder? Na gut, wir können ja trotzdem so hier machen. So. Whopper! Ganz gekonnt und let's fucking go. Ich genieße gerade The Long 12, holy shit. So, push dich, push dich. Ich möchte noch die große, weite The Long 12 Welt erkunden, bitte. Let's go! Zu. So, Öffnung nach oben, wie man es schön gelernt hat. Yippie. So, ihr könnt eigentlich weggehen. Hä, ihr stinkt. Weg mit euch. Hä? Ihr leeren Atzen. Ihr seid einfach leer. Meine Fresse, Alter. Wünsch. Okay, dann. Als nächstes, was ist wichtiger? Gas oder Öl? Ich würde sagen Gas. Öl hat irgendwie keine Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Nee, passt. Und wir brauchen was zu essen. Let's go. Haben wir doch. Mann, bin doch vorbereitet. Wir essen mal was Gesundes, oder? Nee, wir sind fucking Männer. Wir essen Fleisch. Klar. Oder ich bin zu fucking... Ich bin zumindest ein fucking Mann. Ja. Korrekt. Rein da. Sehr schön. Nee, wenn das Zockerboy sehen würde. So. Dann. Irgendwas. Keine Ahnung warum, aber wir nehmen es auch mit. Sehr schön. Okay, und alle Kanister? Sehr gut. Komm mal bitte hier hin. Wow. Rein da. Es läuft. Poggers. Was ist das denn, Mann? Was denn? Ich bin fucking in the Long 12, weißt du? Ich kämpfe um mein Überleben. Bin in einer fucking apokalyptischen Wüste. Nehme ein scheiß Schiff. Und ich muss einfach zu meiner Stepmom. Jetzt roaste mich mal bitte nicht. Okay, aber nur weil du es bist. Danke, danke, danke. Das ehrt mich wirklich. Mag dich auch. Komm mir gleich wieder. Hol mir was zum Snacken. Boah. Das ist geil. So Kino-wise. No joke. Achso, ich rede, wenn du wieder da bist. Sorry, sorry. Und rein da. Boah, geil. Hau mal ein Zitat. Puh, warte, lass mich kurz. Desto schneller man fährt im Leben, desto mehr muss man aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Weil desto schneller man fährt, aber auch desto schneller man läuft im Leben, desto schneller man wächst, desto eher können Fehler passieren. Und diese Fehler werden kriminell, weil man zu schnell läuft. Wenn man langsam läuft, dann kann man auf die Fehler noch reagieren. Wenn man langsam läuft, man kann mehr auf die Fehler reagieren. Demzufolge müsst ihr immer abwägen, ist es jetzt worth, das Leben durchzurennen oder man auch einfach mal auf die Tube und den Sinn des Lebens mal wieder darauf achtet, wie hübsch man einfach ist. Zitat Ende. Aber desto langsamer und desto bedachter man läuft, desto weniger schafft man im Leben. Deswegen muss man immer eine Waage zu Schnelligkeit und Langsamkeit finden. Das hat mich berührt. Danke. Gerne, gerne. Danke, gerne. Bin immer da, um zu reden, weißt du. Ich glaube, ich studiere Psychologie. Irgendwie habe ich so einen Fetisch entwickelt davon. Soll ich jetzt noch ein Paradox euch erzählen, was uns allen beschert im Leben? Ah. Okay. Oh. Gut, das war's, oder? Das war ein Gau. Mann, ich bin ja immer noch ein Komödiant in Ausbildung, weißt, wisst ihr? Sollte vielleicht mal mehr überlegen vorher, wenn ich rede. Ich rede immer und dann überlege ich erst, wisst ihr? Also da ist die Katastrophe schon vorprogrammiert. Aber ich bin eigentlich eine liebe Person, also könnte es sein, dass das gar nicht bei mir ist passiert. Gesundheit. Ey, bless you. Danke. Gerne. Könnte man eigentlich auch mal sein Dick reindrücken, oder? Mal gucken. Wir haben ja Zeit. Bissel klein findest du nicht. Ey, mach ich das Loch größer, oder? Also, wie gesagt, also man kann ja hier schön bei der Umrandung das aushöhlen. Und dann sollte vielleicht es gehen, mein Dick reinzupressen. Also ich glaube, das wird eng, aber es würde funktionieren. Einfach mal fürs Feeling, weißt du? Ja, easy. Ey, true. Na klar. Und der Länge muss da aber auch noch was dazukommen. Ja, wir machen ein paar Kanister oben drauf, dann passt das schon. Nur leider kann ich von dem Maß an Größigkeit leider nur Elefanten ficken. Ja, was soll ich machen? Das Leben ist manchmal ungerecht. So, let's go. Das ist eine fucking krumme Schlange. Wie mein Dick. Solange der Streamer hot ist, bleibe ich da. Geil. Und wenn der YouTuber hot ist, genießt du dann auch die ganzen Videos, haha? Weil ich brauche die Views, weißt du? Will euch einfach nur wegen die Views ausnutzen. Aber ich finde euch auch als Person sehr attraktiv. Twitch ist eigentlich...
Mann, was soll... Guten Abend, werter Spätphilosp. Philosophie scheint dir zu stehen. Und dein Tribal-Mikrofon ist auch nice. Smile. Ey, du checkst mein Vibe, oder? Wie skibbly bist du eigentlich? Twitch-Eule von 1 bis 10? Ey, herzlichen Dank, dass du da bist. Also, finde ich auch recht attraktiv. Also, was passiert ist, fragt man sich halt. Man fragt sich so vieles im Leben. Aber, wenn man halt keine Fragen mehr im Leben hat, wozu lebt man dann eigentlich? Ein Wall-LKW gestrandet in der Wüste. Das nenne ich Ironie, hihi. Ja, true. Was soll ich sagen? Und neben uns ist ein fucking, Bus ist das nicht, warte. Boot ist das auch nicht, warte. Schiff. Neben uns ist ein Schiff. Also, das ist eine deep Story wahrscheinlich. Wir sind gerade im Ozean. Das passiert, Leute, wenn wir den Klimawandel nicht stoppen. Also, seht ihr das eigentlich? Der Programmierer will uns vermitteln, dass wir endlich aufhören sollen. Sonst, einfach, das ganze Wasser ist weg. War mal alles befruchtet. Amen. Ich weiß nicht, ob wir so viel Öl brauchen, aber sollte korrekt sein, oder? So, unsere zwei Ladies kommen natürlich auch mit. Wir brauchen auch was zum Kuscheln. Das ist einmal die Brigitte. Und das ist einmal die, wie hieß die nochmal? Die Ingrid. Ingrid war das. Die mag es immer gerne unten zu sein. Und die hat eine gute Zungenarbeit. Und das ist eigentlich immer mein, also ich check mein Vibe. Na gut. So, haben wir das gelehrt? Das haben wir gelehrt, oder? Wir safe mal kurz. Also wir könnten natürlich auch den politischen Talk aktivieren, aber ich glaube, ich werde dann von der Regierung verhört, versperrt und enthauptet. Kriegst du dann auch mal ein Sloppy, während du fährst, du? Na, das ist halt immer so die Sache. Ich muss ja auf die Straße achten, guck mal. Aber wenn ich Glück habe, kommt dann immer jemand unter meinen Stuhl gekrochen und auf einmal, whoops, da ist schon was passiert, weißt du? Lieber dies nicht riskieren, tu. Was soll man machen, wa? Einfach mundtot. Wo war dich? Ach, da war die Straße, let's go. Nice. So. Guck mal, das müssen wir erkunden, da waren wir auch noch nicht. Und damit haben wir schon fast alles gesehen in So Long Trial, würde ich sagen. Dann können wir gerne mal Mods aktivieren und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich bin auch korrekt, weil ich so Skibidi bin. Ey, du bist Skibidi. Skibidi. So Skibidi, Sigma, weißt du? Ah! Stopp! So, war schon mal. Ein Pint of Interest. Mal gucken, was hier... Ist das Wirft? Bist du denn eigentlich Skibidi? Ja, schöne Struktur. Ja. Ist gut, oder? Eigentlich bequemer so gesehen. Aber man kann halt immer nur spezielle Games auf Controller spielen. So, wo ist denn jetzt die fucking Straße? Let's fucking go. Geil, weiter geht's. Das Ding ist, wir haben jetzt eigentlich grandiose Sachen erreicht im Leben. Wir bräuchten Europaletten. Oh, neues Haus, let's go. Europaletten safe zu 100%, weil das ist so ein Loot-Haus, checkt ihr? Geil, hier müssen wir kein Gas drücken, also wir können rollen lassen. Wir hätten speichern sollen. Ich safe mal kurz. So, wir gehen erstmal hier zur Tankstelle. Mal gucken, was da ist. Das ist unser... What the hell? Das habe ich aber da nicht gemacht. Aber gönn ich dir irgendwie. Du kommst mit. Du bist cool. Du hast Zweck und du wolltest ja eigentlich mitkommen. Yo! Wie ist so ein Riesending? Das wird immer besser, Leute. Wasser? Wir füllen um. Geh erstmal weg. Ciao. Einmal das. Oh, let's go. Guck mal, neues Auto. Sehr gut, sehr gut. Und dann gibt's halt nur noch den Weg. Ist ja eigentlich Sandbox. Weil Sandbox ist ja eigentlich immer so die Sache, dass es ja Sandbox ist, you know. Aber nur eine, was soll denn das? Was soll ich denn mit einer Europalette machen? Ich kann das Ganze alles hier nicht mitnehmen. So. Okay, noch einmal pink. Wir haben fast schon beinahe den zweiten, das zweite Fach voll mit Farbe. Yo, das hatten wir noch nicht. Hä, wie geil. Das ist ja fluffig, guck mal. Hä? Wie das sich so schön bewegt. Ein bisschen niedlich. Nehmen wir mit. Öl, Gas. Ja, natürlich. Oh, oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ach, nee. Schill, 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 schill. Nein, stopp. Schill doch. Nein, bitte nicht. Mann. Alles gut jetzt? Chillst du? Mann, was soll denn da? Ich will einfach nur gamen. Oh! Nein! Stopp! Stopp, 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 stopp!
Ruhig. Ach man, komm, wir safe nochmal. So, hier ist alles clean. Also, ich kann spoilern. Ich bin mir sicher, dass man das Auto nicht überladen kann. Aber ich bin mir sicher, dass man das Game überladen kann. Mit den Berechnungen von den ganzen Items. Also, vielleicht habe ich ja schon mal das Spiel zum Absturz gebracht, weil ich zu viel geladen habe. Demzufolge musste ich mich von den ganzen Sachen trennen. Okay. Am Eingang dann einfach geradeaus. Dann müssen wir die Straße wieder finden. Bestenfalls. Oh. Let's go. Ja, ja. Komm her. Ach, scheiß auf Sprit, Mann. Die Umwelt ist schon gefickt genug. Guck mal hier, hier wächst gar nichts mehr. Okay, okay, okay. Sorry, sorry, ich wollte dich nicht. Ich entferne dich. Alles gut, alles gut. Nicht, dass du noch explodierst. So, let's fucking go. Europaletten. Vorgas. Yo. Einmal in gelb, aber wir können es selber färben. Aber ey, geil, okay. Also hier könnte potenziell auch ein Bus spawnen. Das habe ich... Habe ich gelesen. Boah, Headshot. Wichtig. So, warte mal. Wir holen erstmal alles Loot zum Auto und dann basteln wir ein bisschen, oder? Wir haben noch Zeit. Es ist gerade... Oh. Okay, es ist fast 4. So, gibt da eure Paletten down. Müssen wir mal hier oben gucken. So, blau. Nehmen wir einmal das. Wir müssen... Könnten eigentlich auch näher ranfahren. Warum sind wir denn so weit weg eigentlich? Bin schon manchmal komisch, holy shit. Was ist hier? Hier ist nochmal Farbstoff. Weiß! Oh mein Gott! Weiß haben wir noch nicht. Let's go. Dann gehen wir hoch. So. Alter, warum werfe ich denn so weit? Holy shit. Oh, Gas, let's go. Warte mal, ich werfe mein Auto ab. Na gut. Hut! Wie cool. Nehmen wir mit, vielleicht. Jo, 50 Liter Wasser. Wasser haben wir noch am wenigsten, so im Vergleich. Weiter hoch. Boah, boah, orange haben wir schon, aber ist gut, ist gut. Also was ich schon kapiert habe, ist, dass das Blau seine Lieblingsfarbe ist. Den Zombie hast du in sein Bett geschossen, zur ewigen Ruhe in den Federn gebettet. Na klar. Ey, lass uns doch den Arm die letzte Ehre erweisen, dass er in Ruhe in sein köstlich vollgesüften Bett sterben darf. Du wolltest mein Fleisch essen, du seist verstrahlt sein, werden so sein. Aber ey, du hattest doch irgendwann mal, hoffe ich, ein gnadenvolles Leben. Na komm mal her. Na komm mal her, du willst es doch auch. Eine sehr gesunde Position hast du da. Aber ey... So, jeder so, wie er es mag. Komm mal her. Nee, das ist zu ungesund. So, Äuglein zu... Boah, wir sind so gnädig. Weißt du das eigentlich? Wir sind ja eigentlich lieb. Wir sind ja Pazifisten, aber nein. Die greifen ja immer als erstes an. Weiß auch nicht, was die haben. Hier ist alles clean, okay. Dann haben wir irgendwo sehr weit noch... Let's go! Das ist das Einzige, was ich nicht mehr hatte. Ein Schlauch. Also, ein Ingame-Schlauch, meinte ich. Den habe ich verloren. Okay, das bedeutet jetzt was? Oh, wir müssen erstmal alles entladen. Checkt ihr, also. Geht das zumindest? Ja, das geht. Okay, dann müssen wir das hier mal wieder hier anbasteln. Okay, ich checke. Oh mein Gott. Es passt nicht mehr. Aber, ey, genieße ich, weil man braucht auch Anti-Viewer. Ich würde sagen, wir lassen das. Das sieht noch gut aus. Dann müssen wir das auch noch entladen. Das müssen wir sowieso entladen. Dann können wir auch gleich... So, ich verstehe. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, 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 oh. Geh! Nein! Oh Gott! Oh, nein! Oh! Ich glaube, ich mache hier auch illegale Sachen. Ups. Warum bist du so? Wie ist das so geworden? Oh, wir loaden nochmal. Auf was visieren wir gerade? Auf die Europalette, oder? Hä, ich war... Habe ich eine Knick in der Optik? Was? Warum wird denn alles jetzt so schief? Weil das schief ist. Oder ist das das? Weil das hier so ist, visiert sich das hier so an. Hoffentlich verbuggt es hier nicht. Hier ist es ja ziemlich gerade. Warum? Macht keinen Sinn. Ne? Also, speichern tut nicht weh, also... Nee.
So weit sehe ich nicht zurück. Jetzt ist es schief, wo es eigentlich nicht schief sein dürfte. What the hell? Also, das Geheimnis ist, die erste fixiert man, die anderen sind an die fixiert. Demzufolge kann das hier nicht einen Effekt haben auf die Europaletten. Dass sich auf einmal die zwei so gespalten sind und wenn das und das zusammen sind, dann verbuggt es. So. Das ist mein Geheimnis. Oh mein Gott, haben wir das jetzt gefixt? Komm, die letzte Europalette. Die letzte Europalette? Drück mir die Daumen. Bist du korrekt? Du bist sowas von korrekt heute mal. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen löschen, oder? Boah, let's go! Das beängstigt mich gerade. Okay, wir bauen jetzt mal wieder. So, oder? Wichtig. Sehr schön. Puh, geschafft. Das kann was werden. Dann machen wir das eben so. Das will er ja so. Also machen wir das so. Wir haben es aber gelöst. Es wird schief, wenn wir so komisch bauen. Na gut. Machen wir dich noch hin. So. Dann wahrscheinlich noch größer wird mit der Zeit. Könnte doch das werden. So. Das ist falsch rum. Das ist richtig rum. Das ist falsch rum. Gar nicht mehr drauf geachtet. Also ich würde schon sagen, Kühlschränke sind underrated. Für die kleinen Teile ist es einfach Premium. Let's go! Jetzt aber! Guck mal! Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Krass. Nee, ist krass. Krass. Okay! Das soll es gewesen sein für heute. Es gibt ein Sleepstream. Subscribe to the flow.